Pomeranian. Hallo Leute, darf ich vorstellen? Das hier ist Teddy. Nee, nicht Teddybär. Teddy ist ein richtiger Hund mit allem, was dazugehört. Der kleine Racker hier ist ein Pomeranian oder auch Zwergspitz genannt. Ich will euch heute beweisen, dass Pomeranians nicht nur niedlich aussehen und super weich sind, sondern noch eine ganze Menge mehr drauf haben. Aber vorher gibt's die Quizfrage. Pomeranians sind gute, Antwort A, Wachhunde oder Antwort B, Jagdhunde. Schaut mal, ob ihr die Antwort in der Folge entdeckt. Die Auflösung gibt's wie immer am Ende der Sendung, aber jetzt habe ich erstmal ein paar tolle Infos für euch. Den deutschen Spitz gibt es in verschiedenen Größen. Die kleinste Version ist der Zwergspitz. Vor über 200 Jahren brachten Züchter ihn nach England, weil der Königshof verrückt nach den kleinen, niedlichen Hunden war. Die Tiere kamen aus der Region Pommern, weshalb man ihnen den Namen Pomeranian gab. Die Engländer wollten aber noch süßere Schoßhunde und der Pomeranian wurde kleiner und kleiner gezüchtet. Erst vor etwa 50 Jahren kam die Rasse zurück nach Deutschland und seitdem wird sie auch hier wieder gezüchtet. Mittlerweile gibt es Pomeranians in vielen verschiedenen Farben. Typisch ist aber immer noch das fuchsfarbene Fell. Ah, hier bin ich doch richtig. Hier wohnt nämlich die Annalena und ihr Zwergspitz Teddy. Das ist bestimmt schon der Teddy. Hallo! Annalena, da kommt jetzt gleich was rausgeschossen. Hallo! Hallo! Das war aber gleich mal eine stürmische Begrüßung. Der hat ordentlich gebellt, als ich geklingelt habe. Ja, der bellt immer, wenn man klingelt. Er meint es sehr freundlich, aber er muss jedem Hallo sagen und immer Bescheid geben. Oh, okay. Gut, also dazu. Ja. Darf ich reinkommen? Ja, klar, komm rein. Teddy, komm. Na, komm. Komm, geh rein. Komm mir doch mal zu Teddy runter. Na, du? Kann man das dem eigentlich auch abtrainieren, dass er jedes Mal bellt, wenn jemand klingelt? Also ganz abtrainieren nicht, aber man kann es auf jeden Fall besser in den Griff kriegen. Weil ich glaube, in der Wohnung kommt das nicht so gut an, wenn er dann so laut ist. Hier macht es nicht so viel aus. Ja, da kann man natürlich schnell Ärger mit dem Nachbarn kriegen. Auf jeden Fall. Aber ihr habt ja Glück, ihr habt hier ein schön großes Haus. Braucht man denn so viel Platz für einen Pomeranian? Nein, also den Platz braucht ihr auf jeden Fall nicht. Aber solange man genug rausgeht, ist tut auch eine Zwei-Zimmer-Wohnung für ihn. Klar, rausgehen gehört immer dazu. Ich möchte mal kurz anmerken, dass wir uns extra hier für den kleinen Racker auf den Boden gesetzt haben und er setzt sich dann auf den Stuhl. Sehr nett. Ja. Jetzt regnet es gerade fürchterlich draußen. Hast du denn auch so ein paar Sachen, wie du ihn drinnen beschäftigst? Ja, drinnen trickse ich mit ihm. Er ist super intelligent und macht das total gerne. Oder auch mit Intelligenzspielzeugen. Das will ich natürlich sehen. Ob Teddy es schafft, alle versteckten Leckerlis zu finden? Geht aber schnell. Ja, er ist da ganz fix. Und die Grünen scheinen einfacher zu sein, weil die macht er zuerst. Okay, also damit wäre bewiesen, der Zwergspitz ist intelligent. Ja. Jetzt will ich aber natürlich auch noch ein paar Tricks sehen. Klar. Teddy, twist, twist, turn. Jawohl. Twist und Turn, also ja. Das ist jetzt das eine in die eine Richtung und das andere genau, und das andere in die andere Richtung. Eine Drehung einfach. Genau, dass er so unterscheiden kann. Mal winken. Winken. Wow. Teddy, shake. Shake. Super. Okay, also ich habe gesehen, winken und wie ging das andere? Shake? Was hast du da für ein Spiel gemacht? Ist so. Darf ich es auch mal probieren? Na klar. Okay. Teddy winken? Ja, fein. Und check. Und check. Und check. Check. Supi. Fein gemacht. Das ist ja echt witzig. Und lustige Leckerlis hast du auch. Was sind das für welche? Die sind selber gebacken. Du backst für deinen Hund selber Leckerlis? Ja, genau. Das ist ja mega cool. Das habe ich noch nie gesehen. Kannst du mir das mal zeigen? Ja, klar, gerne. Komm mit. Sie scheinen gut zu schmecken. Er bettelt drum. Na gut, eins noch. Was kommt denn da alles rein? Also ich mache verschiedene Leckerlis. Heute habe ich mal was ganz Einfaches ausgesucht mit Parmesan, Eiern und Kartoffelmehl.
Ah, okay, weil Weizenmehl sollte man ja nicht nehmen, oder? Ja, dann werden sie dick und das ist nicht so gut für die. Das macht ja richtig Spaß. Was kriegt denn der Teddy sonst so zu fressen? Also Teddy kriegt Nassfutter bei mir und zwischendurch auch immer mal wieder ein bisschen Barf. Das heißt biologisch artgerechte Rohfleischfütterung, genau. Also rohes Fleisch. Genau. Muss man dann bei so einem kleinen Hund auch aufpassen, dass der nicht zu viel frisst, weil er sonst zu dick wird? Ja, auf jeden Fall. Also man muss aufpassen, wie viel er kriegt, dass er auch in seinem Gleichgewicht bleibt. Also das Coole ist, es ist super wenig Aufwand und man hat auf einen Schlag gleich richtig viele Leckerlis. Ja, das ist total praktisch. Und das kommt jetzt eigentlich nur noch in den Ofen, oder? Genau. Perfekt. Ah, wenn man nicht so viel kleckern würde wie ich, hätte man noch mehr Leckerlis. So, rein damit in den Ofen und jetzt heißt's abwarten. Während die Leckerlis im Ofen sind, zeigt Annalena mir Teddys Garderobe. Boah, Leute, habt ihr sowas schon mal gesehen? Schaut mal, wie viele Leinen und Halsbänder und Halstücher und Fliegen und hier Pfeifen, die Annalena hat. Das ist ja eine Riesenauswahl. Ja, das ist allerdings alles selber gemacht und übersteigt natürlich das, was man braucht. Boah, das hast du selber gebastelt? Ja, genau. Sehr, sehr schön. Hm, Teddy, gefällt dir auch? Ist natürlich nicht jeder so geschickt und kann sowas selber basteln. Wie viel muss ich denn für die Erstausstattung ausgeben? Also so circa zwischen 150 und 250 Euro. Okay, besonders viel frisst der Pomeranian ja jetzt nicht. Vor allem machst du die Leckerlis selber. Was gibst du da ungefähr im Monat für Futter aus? So zwischen 20 und 30 Euro. Und was kostet der Zwergspitz an sich? Also ich habe für Teddy 1350 Euro gezahlt, aber das geht auch bis über 2000 hoch. Okay, worauf hast du da so geachtet, als du dir den Teddy ausgesucht hast? Also ich habe ganz arg darauf geachtet, dass ich beide Eltern sehe, dass er eine schöne lange Schnauze hat, dass auch die Eltern gesund sind. Weil viele Zwergspitze haben ja leider Gesundheitsprobleme. Woran liegt denn das überhaupt? Genau, das liegt einmal daran, dass viele die Nase zu kurz züchten und die dann eben schlecht atmen und die Augen drehen oder ihnen sogar das Fell ausgeht. Aha, das heißt, es ist ganz wichtig, dass man sich da vorher informiert, bei welchem Züchter man sich die Hunde holt, dass die Eltern auch beide gesund sind und die Welpen da liebevoll aufwachsen. Genau. Alles klar, weil sonst können natürlich auch die Tierarztkosten richtig hoch werden. Extrem, ja. Weißt du, was mir jetzt gerade einfällt? Wir haben die Leckerlis im Ofen vergessen. Oh ja, ich glaube, wir müssen mal schauen. Oh ja, die sehen gut aus. Die sind ordentlich aufgegangen. Und es riecht auch richtig gut. Aber ich glaube, die sind wahrscheinlich jetzt noch zu heiß für den Teddy, oder? Genau, die sind zu heiß. Die lassen wir auskühlen. Aber wir könnten eine Runde Gassi gehen mit Teddy. Super Idee. Dann los. Beim Spazierengehen treffen wir Freunde von Annalena, die auch Zwergspitze haben. Ein richtiges Pomeranian-Treffen. Erzähl mal, wer sind Teddys Freunde? Das ist Nuri. Okay. Das ist Amy. Und das ist Pete. Ist ja witzig, die sehen alle gleich aus. Ich weiß schon gar nicht mehr, welcher Teddy ist. Weißt du? Ach so. Er kommt schon zu uns. Also du erkennst ihn sofort. Ja. Mensch, so viele Pomeranians. Kein Wunder, die Hunderasse ist auch gerade super beliebt. Sie sind sogenannte Modehunde. Ja, ja, ist ja gut. Schon seit Jahrhunderten gibt es Modehunde, also Hunderassen, die allein wegen ihres Aussehens plötzlich besonders beliebt sind. Momentan sind Möpse, Zwergspitze und französische Bulldoggen in Mode. Prominente Besitzer und die sozialen Netzwerke machen weltweit Werbung für sie. Die Nachfrage steigt und die beliebte Rasse wird immer mehr gezüchtet. Manche Menschen wollen damit aber leider einfach nur Geld verdienen. Sie achten nicht darauf, ob die Tiere gesund und für die Zucht geeignet sind. Hier heißt es Finger weg. Denn auch wenn die Hunde noch so putzig aussehen, können sie krank sein und sogar Verhaltensstörungen haben. Wenn man bei der Anschaffung allerdings vorsichtig ist, kann man einen fitten Spielgefährten wie Teddy bekommen. Also ich habe ja schon gesehen, dass der Teddy sich gern richtig austobt. Aber kuscheln findet er auch nicht so schlecht, oder? Nein, das findet er total toll. Sobald man auf die Couch sitzt und so zur Ruhe kommt, kommt er sofort her und schmuggelt sich an einen hin.
Ja, man merkt schon, es ist einfach ein sehr menschenbezogener Hund und er sucht auch die Nähe. Kann man ihn denn dann überhaupt auch mal alleine lassen? Ja, also wenn man ihn davor gut ausgepowert hat, kann man ihn auch gut mal 6 Stunden alleine lassen. Es muss halt trainiert werden. Und wenn ich ihn jetzt hier so kraul, dann habe ich das Gefühl, der ganze Hund besteht eigentlich nur aus Haaren, aus Fell. Manchmal sieht man gar nicht, wo der anfängt und wo der aufhört. Der hat auch so eine richtig dichte Unterwolle, oder? Ja, der hat eine Unterwolle, die ihn einfach schön warm hält und auch schützt. Und das Deckhaar. Das ist bei Regen ganz gut. Ich kann mir vorstellen, bei so viel Fell ist es wahrscheinlich auch relativ pflegeintensiv, oder? Ja, ich habe mit ihm ein bisschen Glück, aber natürlich braucht das Fell einiges an Pflege und muss auch immer gut durchgebürstet werden, damit es nicht verfilzt. Oh, da muss aber schon ganz schön tief rein. Ja, da muss man tief rein und dann sieht man schon, dass hier die Unterwolle einfach rauskommt. Weil das Deckhaar verliert er gar nicht so wirklich. Das ist nur wirklich die Unterwolle, die lose ist, die raus muss, damit die Haut atmen kann. Ah, darf ich das auch mal probieren? Na klar. Steckst du dich? Es zieht vielleicht ein bisschen, deswegen mag er es nicht so. Ja, das kann gut sein. Ist eigentlich wie bei uns beim Haarekämmen. Wenn man Knoten drin hat, ist er auch nicht so angenehm, aber der muss halt dann raus. Natürlich, sonst verfilzt er und man muss ihn am Ende rausschneiden. Mhm. Und eine Kurzhaarfrisur wäre ja blöd. Unsere selbstgebackenen Hundeleckerlis sind fertig und zum Glück haben wir auch gleich jemanden hier, der sie testen kann. War natürlich nur ein Spaß. Der Teddy darf sie testen. Und? Schmeckt's? Wir müssen noch unsere Quizfrage auflösen. Pomeranians sind gute Antwort A, Wachhunde oder Antwort B, Jagdhunde. Antwort A ist richtig, Wachhunde. Spitze sind dafür gezüchtet worden, um zu wachen und deshalb bellen sie auch so viel. Jagen tun sie normalerweise nicht. Das Bellen habe ich ja heute schon mitbekommen. Jetzt haben wir diese ganzen leckeren Hundeleckerlis natürlich nicht umsonst gemacht. Mit denen können wir jetzt noch super ein paar Tricks einüben, oder? Ja. Ja. Ich glaube, er ist dafür. Meine Damen und Herren, Manege frei für den Pomeranian Teddy. Tanzen? Super. Twist. Turn. Komm her. Verbeugen. Super. Sehr gut gemacht. Also Leute, ich glaube, damit wäre wirklich bewiesen, dass Pomeranians nicht nur niedlich aussehen, sondern eine ganze Menge mehr auf dem Kasten haben. Ich sag tschüss, servus und bis zum nächsten Mal von einem der kleinsten Wachhunde der Welt. Was war jetzt? Ah, okay.